Zahlen. Was geht ab mit der Wertporno und willkommen zu schon wieder Spielemythen? Und die ein oder anderen Zuschauer fragen sich auch, warum zur Hölle ich eine Sonnenbrille trage. Die Wahrheit ist, mein Auge hat sich entzündet und das sieht nicht gerade cool aus. Und deswegen bin ich heute mal im Poker Face. Bevor wir anfangen, will ich noch kurz anmerken, dass ich am Mittwoch ebenfalls ein Video hochgeladen habe. Und zwar mein Dödeboot Ali Auftritt in Berlin. Einige Zuschauer haben geschrieben, dass das Publikum mega still war, aber das stimmt nicht. Das liegt an der Aufnahme. Eigentlich klang's so. Auf jeden Fall war es eine richtig coole Zeit. Doch jetzt, meine werten Freunde, kommen jetzt zu Spooky Stories. Und hier ist Mythos Moor 1. Viel Spaß. Ich habe euch vor ungefähr einem Jahr von einem Spiel erzählt, das Yumeniki heißt. Ich glaube, das war so eine Folge mit Ape Crime. Der erste Mythos handelt von dem japanischen Spiel Yumeniki. Jedenfalls ist das Spiel an sich verdammt gruselig. Auf eurem Abenteuer trifft ihr ein Mädchen, das Monoko heißt. Die ist komplett schwarz-weiß und sieht ziemlich depressiv aus. Hier habt ihr die Möglichkeit, ein Item an ihr anzuwenden, und zwar den Stoplight-Effekt. Plötzlich bleibt sie stehen und ihre Erscheinung ändert sich ins Fürchterliche. Sie hat auf einmal 5 Arme und einer kommt unter anderem aus ihrem Kopf heraus. Es kommt auch irgendwas aus ihrem Auge heraus. Ich kann jetzt aber nicht wirklich sagen, ob das Blut ist oder Tränen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht sie aus wie eine abgefuckte Mutation, Alter. Und sobald ihr auf das Mädchen zurennt und sie berührt, passiert Folgendes. Was ist das? Yumeniki hat hier unter anderem auch einen Manga und dort erfährt man ein bisschen mehr über Monoko. Dort erfährt man, dass sie in einen Verkehrsunfall verwickelt war, direkt vor einer Ampel, einem Stoplight. Und dass gerade der Stoplight-Event ihr diese Erscheinung gibt, da könnte man auf jeden Fall was interpretieren. Was haltet ihr davon? Schreibt eure Meinung unten in die Kommentare. Und wir kommen zum Video zum Mythos 2. Go, 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 go! Bei Mythos Moor 2 bin ich mir nicht sicher, ob das ein Glitch ist oder keine Ahnung. Es geht um 4-2, ein Spiel, das ich vor einiger Zeit mal let's played habe. In dem ersten Kapitel gibt es einen Raum mit einem Pool drin und wenn ihr in den Pool reinspringt, taucht Alma auf. Das gehört immer noch zum Spiel, da es nur ein Jumpscare ist und nach dem Jumpscare ist die auch schon wieder weg. Bei einigen jedoch nicht. Einige Spieler erzählen, dass sie bei ihnen vor dem Pool aufgetaucht ist und sie richtig langsam verfolgt. Ich würde ausrasten, wenn mir das passiert wäre. Sie wird euch aber nichts tun, aber dafür könnt ihr dem Mädchen auch nicht schaden. Und deswegen ist es offiziell ein Glitch. Aber ich frage mich, wenn es ein Glitch ist, warum hat man ihr diese Laufanimation gegeben? Auf jeden Fall finde ich es ziemlich gruselig, selbst wenn es nur ein Glitch ist. Ich meine, sie bleibt direkt vor euch stehen und schaut euch mit dieser Fresse an. Wie denkt ihr darüber? Schreibt eure Meinung unten rein. Mythos Nummer 3, let's go. Pokémon Creepy Black ist eine Parser, die schon etwas bekannter ist. Bei dem Spiel handelt es sich um ein sogenanntes Bootleg-Game. Bootleg bedeutet, dass das Spiel eine Fälschung ist in Form von ROM-Hacks oder richtigen Cartridges. Und Pokémon Creepy Black gehört zu den bekanntesten. Es fängt genauso an wie Pokémon Blau und Rot und bis Professor Eich ist noch alles normal. Aber neben den üblichen 3 Pokémon dürft ihr euch jetzt ein 4. Pokémon aussuchen. Dieser ist Level 1 und heißt einfach nur Geist. Er hat das Aussehen von dem Geist aus Lavendertown und kann nur eine einzige Attacke und zwar Fluch. Andere Pokémon konnten Geist nicht angreifen, da stand immer, sie wären zu verängstigt. Und wenn Geist Fluch einsetzte, wurde der Bildschirm komplett schwarz. Man hört aber noch den Schrei des gegnerischen Pokémons, nur dieser klingt ziemlich verzerrt. Danach ist das Pokémon einfach nur verschwunden und das Pokéball-Symbol des gegnerischen Trainers ebenfalls. Daraus lässt sich schließen, dass der Geist das Pokémon einfach mal umgebracht hat. Und nach dem Sieg hat man aber noch die Möglichkeit, den Trainer anzugreifen mit Fluch. Sobald man auch diesen ausgelöscht hat, wird da, wo der Trainer vorher stand, ein Grabstein zu finden sein. Richtig sick. Und nach dem Sieg über die Top 4 änderte sich das Spiel ein wenig. Das Bild wurde schwarz und er stand viele Jahre später. Auf einmal war der Spieler ein alter Mann im Lavendertour. Geist war offenbar nicht mehr da, man hatte gar keine Pokémon mehr bei sich. In der Oberwelt konnte man frei herumlaufen, aber es war einfach keine Menschenseele mehr da. Und nun begebt ihr euch in die Heimatstadt, in euer altes Haus, wo das Spiel begonnen hat. Plötzlich wird das Bild schwarz und ihr trefft sowohl die Pokémon als auch die Trainer, die ihr verflucht habt. Und auf einmal beginnt ein Kampf zwischen euch als alten Mann und Geist. Diesmal seid ihr das Opfer von Fluch und das Bild wird komplett schwarz. Es bleibt auch schwarz, ihr habt keine Möglichkeit außer den Gameboy neu zu starten. Aber sobald ihr das tut, merkt ihr, der Spielstand ist weg. Holy motherfucking shit. Was steckt wirklich hinter dieser Story? Schreibt sie in die Kommentare unten rein. Und wir kommen zu einem Mini-Mythos. Hierbei geht es um Pokémon X und Y. Ja, wieder Pokémon. Die ein oder anderen kennen noch Missing-No aus der alten Generation. Missing-No war damals, könnte man sagen, einfach nur ein Platzhalter für Pokémon Nummer 0 und deswegen sieht es aus wie ein Grafikfehler. Aber damals hatte man Möglichkeiten, die durch komische Tricks zu begegnen. In den neueren Pokémon-Teilen ist sie jedoch gar nicht mehr vorhanden. Aber in Pokémon X und Y ist da irgendwas. Und zwar gibt es in der Frühlingsallee von Illumina City einen Kleiderladen. Schaut dessen Eingang aus einer bestimmten Perspektive an und ihr seht das. Missing-No, is that you? Die einen sagen, es ist ein Glitch, die anderen sagen, es ist definitiv ein Easter Egg. Aber was sagt ihr, meine werten Freunde? Schreibt's unten rein. Finale! Sherlock Holmes Nemesis, ein Spiel, das ich nie gespielt habe und definitiv auch nie spielen werde. Einfach nur wegen Creepy Watson. Man selber spielt Sherlock Holmes, aber man hat unter anderem auch einen Begleiter und das ist halt Watson. Aber die Entwickler konnten Watson warum auch immer keine Laufanimation geben. Deswegen haben die es so gelöst, dass Watson immer hinter einem auftaucht, sobald man sich umdreht. Und das sieht so aus.
Ohne Witz, das ist der Ursprung von Slenderman. Als ob man ihm keine Laufanimation geben kann, what the fuck? Meint ihr, die Entwickler haben das mit Absicht gemacht? Schreibt es in die Kommentare unten rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach hoch, wenn ihr mehr sehen wollt. Hier gelangt ihr zu den letzten beiden Videos. Und da könnt ihr abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dann, haut raus! Juhu!